Hey, wo schießt denn der hin? Ein Opfer. Nein, der war nicht richtig. Wow! Wow! Hey VR-Gamer, ich bin DeLorean787 und heute zeige ich euch Spellpunk VR. Ja, wir haben davon einen Key bekommen und ich möchte euch das Game nicht vorenthalten. Es schaut schon sehr, sehr cool aus, hat einen Multiplayer-Modus und wir müssen hier Zauber casten, indem wir einfach hier Gestiken machen. Ja Leute, bevor ich jetzt groß rumrede, ich fange einfach an und wir sollen ein Dreieck zeichnen. Dazu sollen wir den Grip-Button gedrückt halten und zum Casten und zum Feuern drücken wir dann den Trigger. Wir probieren das jetzt einfach mal. Zack, zack, zack. Das muss auch nicht 100% genau sein. Wunderbar. Funktioniert schon mal sehr gut. Bin gespannt, um was es dann genau bei diesem Game geht, wenn wir hier den Einzelspieler-Modus ausprobieren. Ich denke, im Multiplayer, so 1 gegen 1 oder sowas, macht bestimmt auch Laune. Wir werden sehen, was da auf uns zukommt. Okay, ein Lightning Spell. Zack. So, wo sind meine Targets? Targets? Oh, da ist ein Target. Sehr geil. Ja, wir haben hier keinen Snap-Turn oder sowas. Ja, wir müssen uns hier quasi wieder selber drehen. So viele Targets gleich hier. Habe ich alle erwischt, jawohl. Was ist das? Ein Eiszauber. Nice. Bam. Das ist wirklich easy gemacht. Erinnert mich total an Orbus. Sehr geil. Ich stehe da voll drauf. Habe ich alle, ja. Jetzt habe ich lauter verschiedene. Okay, fangen wir gleich mal mit dem bewegenden Ziel an. Feuer! Nein, daneben! Nochmal! Jetzt hat. Oh, komm schon! Das ist ein Volltreffer. Oha! Jetzt hat Drifter. Wunderbar. Dreieck. Blitz. Der war drüber. Dreieck. Und Feuer! Nein, wieder daneben. Sehr nice. Blitz. Daneben. Ah, nein, andersrum, so. Oh no, schon wieder daneben. Komm schon. Oh, der war aber echt knapp, hey. Volltreffer. Blitz. Feuerball. Daneben. Gleich nochmal. Wunderbar. Also Leute, ihr seht schon, das funktioniert hier wirklich einwandfrei. Auch wenn es mal nicht so gut getroffen ist von der Zeichnung her. Da ist noch einer. Defend yourself using the ein Schild haben wir auch. Okay. Dazu müssen wir hier so einen Kreis zeichnen. Das war knapp. Nice. Komm, schieß, schieß, schieß. Bam. Komm, komm, komm. Wir haben doch keine Zeit, meine Damen und Herren. Schießt er nochmal? Nee. Okay. Feuerball. Dann gehen wir eine Etappe weiter. Ja, ich habe vorhin nur ganz kurz mal reingeschaut, um mich ein bisschen vertraut zu machen. Aber das hier ist jetzt quasi komplett von Anfang an. Wir haben auch am Anfang gleich keine Einstellungsmöglichkeiten. Wir werden hier direkt in das Tutorial geworfen. So, was will der hier von uns? Can you beat Punkbot 3000? Natürlich kann ich den besiegen. Okay, hier habe ich nochmal alle Zauber. Oh mein Gott. Bereit mir gleich mal einen vor. Bam. So, was macht er jetzt? Er macht gar nichts. Oh, er macht was. Wow. Man kann auch einfach ausweichen. Wenn man sein Schild nicht... Boah, der war knapp.
kriegst du einen Blitz. Wow! Scheiße, jetzt wollte ich gerade noch schnell das Schild machen. Bam! Feuerball. Schade, dass ich seine Au, der hat mich getroffen. Also mit Ausweichen ist doch nicht so gut. Nochmal Feuerball. Oh. Das war easy. Der Punkbot. Weiter geht's. Das war ein hässliches Dreieck. So, was will der hier von mir? Touch the mask. Oh mein Gott. Ich touche sie. Okay. Kabel nervt mich gerade ein bisschen. So. Oh, wir sind im Menü. Sehr geil. Ja, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Settings. Was haben wir hier? Hi. Das schaut doch gut aus. Das andere lassen wir alles so. Casual Match, Normal Match, Ranked Match versus Bot, Training Mode. Ja, die Frage ist, oh, schau mal an, wer hier alles schon steht. Okay, das ist ja nur die Steam-Freunde-Liste. Haben wir hier auch eine Rangliste irgendwo? Ranked Match. Next Tip. Guck mal, was ist bei Make Sure? You are following. Bla bla bla. Okay. Ja Leute, wir schauen einfach mal rein hier. Ranked Match. Select your Avatar. Was haben wir denn da alles Nices? Den sehe ich jetzt leider nicht direkt. Ja, nehmen natürlich was Männliches. Mal der andere, schaut auch hier recht cool aus. Wir nehmen den da hier direkt. Next. Spelllist. Oh, wir können hier auch noch Zauber freischalten. Sehr nice. Poison Spell, Chaos Spell, Earth Spell, Water Spell, Nature Spell. Loadout. Oh, das ist nice. Okay. Wir wählen einmal den hier. Den hier. Den hier. Und unser Schild. Wunderbar. Next. Sehr, sehr cool. Ja, jetzt müssen wir natürlich nur einen Spieler finden. Ich bezweifle fast, dass wir jetzt jemanden finden. Aber ein Versuch ist es dennoch wert. Finding Match. Ich warte 30 Sekunden. Danach machen wir einfach ein Bot-Game. Schaut schon sehr cool aus, Leute. Okay. Cancel Search. Back. Back. Okay, versus Bot. Bleibt ja nichts anderes übrig. Oh, wir haben hier sogar dann verschiedene Bots. Das ist sehr nice. Die werden wir doch jetzt hier mal ein paar besiegen. Ist immer sehr schade, dass bei solchen Spielen dann echt wenig Leute online sind. Aber man kann sich hier auch bestimmt gut mit Freunden battlen. Okay, let's go. Scheiße, gleich mal daneben. Wow! Hey, wo schießt denn der hin? Ein Opfer. Nein, der war nicht richtig. Wow! Was stand da gerade? Ich hab's nicht gelesen. Wow! Dreieck? Ach nein, das war ein hässliches Dreieck. Wow! Der hat seinen Poison Spell. Der Geier. Time to win. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Time to win. Okay, das war sehr easy. Was ich mir jetzt da wünschen würde, dass man die Energieleiste irgendwie sehen würde. Surround. Get ready. Okay, wir müssen mehr Runden spielen. Sehr nice. Einfach nur blöd. Spells casten. Wow. Wo schießt denn der hin, in den Boden? Wow.
Okay, so ist das natürlich sehr langweilig gegen einen Bot. Schieß! Ich habe mein Schild gecastet. Time to win. Bam! In your nuts. Ja, ich habe gewonnen. War ja nicht sonderlich schwer. Wir gucken uns noch einen weiteren Bot an. Wirklich schade, dass man hier jetzt halt irgendwie absolut keine Rangliste und gar nichts sieht. Casual Match. Playing an unranked Multiplayer Match, where you have more heals and mana than a normal or ranked match. Okay. This is a human opponent that has no effect on your Elo Rating. Okay. Ja, auf jeden Fall, die Ranked Match, die machen da auf jeden Fall Sinn dann. Okay, wir schauen uns noch Punkpot 3000 an. Wir wählen uns wieder den Typen. Jawohl. So. Unsere Zauber haben wir alle noch drin im Loadout. Ich frage mich dann wirklich, wie man hier die Spells freischaltet. Warm-up. Okay, wir werden einen Feuerball vorbereiten und Feuer. Wow. Ich brauche eigentlich gar kein Schild bei dem, wenn der die ganze Zeit daneben braucht. Jetzt habe ich es gebraucht. Sehr, sehr nice. Ja. Bam. Okay, wie war der Eisbell? Genau. Den mache ich jetzt auch. Woo! Okay, Feuer. Boah, der hat mich getroffen. Feuerball. Oh nein, der war drüber. Hallo? Jetzt hat. Der hält schon ein bisschen mehr aus jetzt. Oh, komm schon. Au. Blitz. Damit finishe ich ihn. Oh, doch nicht. Nochmal. Jetzt fällt er um. Ja, Leute. Also, wenn man hier nur gegen Bots spielen kann, würde ich jetzt das Spiel nicht unbedingt empfehlen. Aber wenn man ein paar Leute hat zum Multiplayer spielen, macht das mit Sicherheit Spaß. Daneben. Volltreffer. 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 Feuerball. Triff mich doch sowieso nicht, Mann. Wow, der war knapp. Was machen wir? Was machen wir? Blitz. 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 Und nochmal ein Feuerball. Bam. Oh no. Oh no. Woo. Weg mit dir. Ein noch, komm. Okay, Leute. So ist es wirklich lame. Im Prinzip eine coole Idee. Aber so macht's wenig Fun. Ja, Leute. Das war Spellpunk VR. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.